Hallo meine Freunde und willkommen zu meinem zweiten YouTube-Video. Dieses YouTube-Video wird ein Girls Talk. Ihr habt es euch wirklich so, so krass gewünscht und deswegen dachte ich mir, mache ich mit euch einen Girls Talk. Und bevor ich frage, was ich an meiner Hand gemacht habe, ich habe eine Verbrennung 2 Grades, weil ich kleine Blondine aus Zaranfeld gefasst habe. Ja. Ein Applaus bitte. Ihr habt mir Fragen dazu auf Instagram gestellt und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an, ne? Los geht's. Soll ich so einen Wusch machen? Nein, mach ich nicht. Okay, wir fangen an. Also, wie waren deine ersten Tage? Ich hoffe, es ist nicht zu privat. Meine erste Periode habe ich, es war 2018 war ich 13. Nee, 12. 12 war ich da zu dem Zeitpunkt noch, das weiß ich noch. Ich war 12. Das war ein paar Monate vor meinem 13. Geburtstag. Und es hat bei uns zu Hause gebrannt, tatsächlich. Und dann konnten wir ein paar Tage nicht nach Hause und mussten bei meiner Tante und bei meinem Onkel schlafen. Und genau in diesem Zeitpunkt habe ich meine Tage bekommen. Und Mädchen, ihr wisst, erste Tage, da läuft man gerne mal aus, auch in der Nacht und so. Und das war wirklich ein Spektakel. Das war echt unangenehm für mich. Dann wäre die nächste Frage, hast du Tipps für das erste Mal? Und ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass man Angst vor dem ersten Mal hat und dass man so, so viele Fragen in seinem Kopf hat und eventuell sich auch nicht traut, mit den Eltern drüber zu sprechen. Freunde haben vielleicht auch noch nicht die Erfahrung gemacht und bla bla bla. Was ich euch sagen kann und was wirklich der entscheidendste Tipp ist, wirklich hört da einfach auf mich. Es ist nur gut gemeint und ich sag euch, das ist das Allerwichtigste, dass irgendetwas überhaupt funktioniert, dass ihr es nicht bereuen werdet und das ist, macht es erst, wenn ihr zu 100% dazu bereit seid. Wenn ihr das persönlich wollt, wenn ihr persönlich sagt, ja, ich bin jetzt dazu bereit, ich möchte das. Und nicht, weil andere sagen, wie, du bist noch Jungfrau. Und nicht, weil irgendein Typ sagt, ja, also, wir sind jetzt schon so lange zusammen, jetzt wird's aber mal Zeit. Oder, ja, das geht ganz schnell, das gehört dazu. Nein, weg mit diesen Leuten, wirklich einfach in so einen Hahn nehmen und in die Mülltonne schmeißen. Geh zurück in die Mülltonne! Bitte hört darauf, wenn ich euch sage, wartet darauf, wenn ihr zu 100% bereit seid. Und wenn der Typ nicht auf euch warten will, tschüss! Dann war die nächste Frage. Erstmal Frauenarzt. Und das ist ja auch so ein sehr, sehr... Ja, es ist ein Thema, was sehr, sehr oft gefragt wird. Angst. Man hat Angst, dass es weh tut. Bla, bla, bla. Zuallererst, ich muss sagen, ich hatte auch sehr, sehr Angst vor meinem ersten Frauenarzttermin. Ich habe eine super liebe Frauenärztin und ich muss sagen, es ist nicht schlimm. Es ist natürlich super, super unangenehm, wenn euch da unten jemand reinguckt oder auch, es ist halt immer ein bisschen lustig, wenn die so in euch reingehen und dann, also in euch reingehen und dann, und was machst du heute noch so? Machst du jetzt Schule oder? Und du sitzt hier da und denkst dir, kannst du bitte einfach hinne machen. Oder ihr sitzt auf diesem Stuhl und dann hocken die so freudig und sagen, ja, komm mal noch ein Stück näher. Und ihr seid schon fast in ihrem Gesicht. Es kann unangenehm sein, ja. Aber denkt immer im Kopf, diese Person hat sich diesen Beruf ausgesucht. Und diese Person sieht am Tag 1 Million Vulvas. 1 Million. Und, nee, 1 Million ist echt zu viel. Aber sehr viele Vulvas. Es interessiert sie nicht, wie eure aussieht, wie behaart eure Vulva ist. Ich lache wegen dem Wort, nicht wegen dem Thema, okay? Ja, es interessiert sie nicht, wirklich nicht. Ihr braucht da keine Angst haben. Die sind normalerweise auch super vorsichtig. Also es sollte im Normalfall nicht wehtun. Und wenn ihr denen sagt, dass es wehtut, dann sollten die im Normalfall auch aufpassen. Wenn es nicht so ist, wechselt eure Frauenärztin bitte. Aber ihr braucht da keine Angst vor haben, es ist das Natürlichste der Welt und ist vor allem auch ultra wichtig, um euch vor Geschlechtskrankheiten zu schützen oder ähnliches. Also bitte gesagt nicht, nee, ich will nicht zum Frauenarzt, weil ich habe Angst. Denkt an eure Gesundheit, geht zum Frauenarzt. Die nächste Frage ist, und die bekomme ich wirklich so oft. Wie bist du so selbstbewusst geworden? Da kann ich wirklich nur eine Sache zu sagen. Durch meinen Freund. Durch Social Media. Ich muss sagen, nee, das waren jetzt mehr Sachen als eine. Egal. Also durch meinen Freund und
Also, durch meinen Freund und durch... Durch meinen Freund und durch Social Media bin ich so selbstlos geworden, tatsächlich. Ja, mein Freund hat mir einfach immer sehr, sehr gut zugesprochen. Und du siehst so schön aus. Und hör auf, die Gedanken über deinen Körper zu machen. Da steht dir Bombe. Und wirklich, mein Freund ist der beste Supporter, den man sich wünschen kann. Wenn ich so immer darüber rede, bin ich so, so froh. Und überdenke noch mal im Kopf, wie glücklich ich schätzen kann, ihn zu haben. Wirklich, er supportet mich in allem. Wirklich in allem. Und das freut mich so, so sehr. Durch Social Media muss ich sagen, wenn ihr Probleme damit habt, dass ihr mit eurem Körper unzufrieden seid, dass euch Leute sagen, ihr seid zu dünn, zu dick, zu hässlich, zu klein, zu groß, zu was weiß ich nicht was, denkt immer daran, wenn diese Menschen zufrieden mit ihrem eigenen Leben wären, dann würden die euch niemals versuchen runterzumachen. Weil eine Sache kann ich euch sagen, und zwar, wenn Menschen wirklich zufrieden mit sich selbst und mit ihrem Leben ist, dann haben sie das nicht nötig, dann wollen sie nicht andere verletzen. Menschen, die mit ihrem Leben zufrieden sind, die wollen, dass andere Menschen auch mit ihrem Leben zufrieden sind. Menschen, die frustriert und unzufrieden sind, die wollen, dass es anderen Menschen genauso geht. Das lasst ihr euch von Mama Lori gesagt haben. So. Ne? Das war gut, oder? Das ist gut. Das ist gut. Sag mir, das war gut. Nee, wie heißt dein Lieblingsparfüm? Also, es ist jetzt einfach so ein kleiner Girls-Tipp. Ich muss sagen, ich mag gar nicht gerne Parfüms, weil ich davon immer Kopfschmerzen bekomme. Dafür liebe ich aber die Body Sprays von Rituals und das hier zum Beispiel und die von Victoria's Secret, weil von den Body Sprays bekomme ich keine Kopfschmerzen und rieche ich trotzdem Bombe. Und die sind günstiger und halten länger. Obwohl, nee, nicht wirklich. Was tun, wenn man Angst hat, ungeplant schwanger zu werden? Ja, jetzt wäre es ganz leicht zu sagen, verhüten. Klar, verhüten ist natürlich sehr, sehr wichtig, wenn man nicht schwanger werden will. Das Ding ist halt nur, dass keine Verhütungsmethode zu 100% sicher ist. Natürlich solltet ihr darauf achten, dass ihr verhütet, vor allem wenn ihr mit einer Person nicht fest zusammen seid. Was ich aber auch finde, dass euer Partner, ich rede jetzt bewusst nicht nur von Jungs, weil es kann ja auch sein. Nein. Ich wollte gerade sagen, dass Frauen auf Frauen stehen, aber dann kann man ja nicht ungeplant schwanger werden. Oh Gott, ist das boah. Oh Gott. Ich brauche Sauerstoff für mein Gehirn. Das kann man doch keinem erzählen. Digga. Na gut. Ja. Es ist sehr, sehr wichtig, dass... wisst ihr, ich wollte gerade so richtig, keine Ahnung, offen sein und so sagen ein auf den, so natürlich, es geht nicht nur an die Hetero-Leute, aber Bruder, Digga, was ich sagen kann, verhütet natürlich und was anderes kann man nicht machen, tatsächlich. Weiß ich nicht. Wie erkennt man, dass ein Junge zu dir toxisch ist? Es gibt natürlich mehrere Arten vom toxisch sein. Aber es ist zum Beispiel sehr toxisch, wenn ein Junge dir alles verbieten möchte, wenn, natürlich jetzt auch Mädchen, ne, das ist auch auf Mädchen bezogen, wenn euer Partner, eure Partnerin, so, jetzt zählt das, wenn er, sie euch alles verbieten möchte oder euch für alles die Schuld gibt, immer nur Fehler bei euch sucht, unnötig Stress macht und bla bla bla. Tipps, wenn man Angst hat vor dem ersten Treffen. Was soll man beachten? Achtet einfach nur darauf, dass ihr immer ihr selbst seid. Es ist wirklich so, so wichtig. Verstellt euch niemals für irgendeinen Typen oder für irgendein Mädchen. Wirklich, seid einfach immer zu 100% ihr selbst. Lasst euch niemals verbiegen und vor allem verstellt euch nicht, nur um jemand anderem zu gefallen. Dadurch versteckt ihr euer eigenes Ich. Ihr versteckt euch selber, nur um jemand anderem zu gefallen. Und das wollen wir nicht, denn wir lieben uns alle selber. Habe ich jetzt als allerletzte Frage und wahrscheinlich auch die meistgestellteste Frage. Tut das erste Mal weh? Ich muss sagen, ich kann euch jetzt nur aus meiner Erfahrung reden und ich kann auf jeden Fall sagen, dass jeder Mensch ein anderes Schmerzempfinden hat. Das bedeutet, keiner kann euch sagen, wie sehr etwas weh tut. Ich kenne Leute, die mussten schon erstes Mal abbrechen oder sagen, ich kann das nicht mehr, weil es so schmerzhaft war. Ich kenne aber auch Leute, die sagen, es tat überhaupt nicht weh.
Wichtig ist, das hört sich jetzt total doof an, aber wichtig ist eben, dass ihr euch bereit fühlt. Und wenn ihr euch nicht bereit fühlt, wenn ihr Angst habt, dann ist es normal, dass euer Körper verkrampft. Und durch dieses Verkrampfen tut es definitiv weh. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr locker lasst, dass ihr euch darauf auch einlassen wollt. Und wenn ihr wirklich zu 100% glücklich seid mit der Entscheidung, wenn ihr euch wirklich zu 100% sicher seid, dass ihr das wollt, dann kann ich euch sagen, wird es ein sehr, sehr schönes erstes Mal. Das erste Mal wird immer ein bisschen kritisch, aber versucht es so schön zu gestalten, wie ihr wollt, wie ihr könnt, so. Auch natürlich mit dem Jungen. Achtet wirklich darauf, dass der Junge oder das Mädchen die richtige Person ist. Das waren jetzt ein paar Fragen. Ich hoffe, das Video war ich jetzt nicht zu kurz. Da wurden sehr, sehr oft halt dieselben Fragen gestellt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das ist mein zweites YouTube-Video. Gerne euer Feedback in die Kommentare. Ich muss sagen, mir macht das total Spaß momentan. Und was ich euch noch sagen wollte. Vielen, vielen Dank für euren krassen Support unter dem letzten Video. Ich meine, das war unser erstes YouTube-Video. Und wir sind jetzt einfach schon 2000 Abonnenten, glaube ich. Und über 1000 Likes auf dem Video. Es ist so positiv angekommen. Das hätte ich niemals gedacht. Deswegen vielen, vielen Dank. Ich finde es ultra heftig. Und wenn ihr Videowünsche habt, gerne in die Kommentare damit. Außer Roomtour und Vlogs, bitte. Ja, danke fürs Zuschauen. Tschüss.